wirklich. Also, ich habe jetzt den zweiten Bug gehabt. Ist das vielleicht. Das sind also die ich weiß nicht, ob unsichtbaren mein Bomben. Chat gesehen hat, aber. Oh, das war. Ich bin halt gerade wirklich an einem anderen Ort gespawnt, so knechti fast da, wo du die Bombe gelegt haben musst, tatsächlich. Ja. Ey, das war aber so witzig. Ich laufe aus der Bombe raus, ich sehe Fuchs, läuft straight up rein. Ich irgendwie so, no, komm da raus. Mein Alibi. Als ich das Klatschen gehört habe, ich habe gedacht, ich habe dich getötet. Hello. Wäre nicht das erste Mal, dass Maggie durch die Bombe stirbt. Ja. Aber er müsste seine eigene sterben eigentlich. Ja, das ist die Meter, aber es gibt ja auch einen Zentimeter. Also sorry, okay. Zentimeter. Oh, Millimeter. Dann im Leben, kleiner Peter. Ne? Hallo, Peiki. Ich habe keinen Char und sonntags auch keine Zeit. Ist das schlimm? Peiki, also da bist du natürlich dann eher weniger geeignet, ne? Also, wenn man mitraiden will, dann sollte man da auch Zeit haben. Zeit. Peiki, Zeit. Schmeggy. Da fühle ich mich aber sehr ausgeschlossen. Schade. Amalina, die Frage beantworte ich nicht. Wenn das nicht funktioniert, du brauchst nicht 15 Mal auf deinen Button drücken. Das wird davon nicht besser. Hä? Starker Buzzer. Ich bin neben dir in Camps. Ja. Warum? Ja, dann wurde entweder Vivi gewarlockt oder Vivi versucht mich zu töten. Ja, es ist in den Camps. Also, feine Katze steht auch neben dir, ne? Ja, das stimmt. Oh, dann ist es Katze, ich vote ihn. Dann kein hat Problem. Sich das schon erledigt. Akzeptiere ich. Ha? Hä? Hey, ich habe das Rollen gehört und darauf aufgespammt. Das ja, heißt, Shoshi war Magic und genau. Deshalb habe ich dich gesasst, Vivi, falls du das nicht gecheckt hast. Ich ja, kannst du das mal erklären? Vivi hat das schon ganz gut gecheckt. Ich habe es nicht kapiert. Also folgendes. Ich hab mich in den Vent gesetzt und habe gesagt, der Erste, der in die Camps läuft, wird abgestochen. Und dann war der aber schon geschildet. Also habe ich das einzig Logische gemacht als Katze. Ich habe mich daneben gestellt und den Button gespammt. Und zwar dauerhaft seit 20 Sekunden. Also hat der Medic unter Psychoterror den Button gedrückt und jetzt seinen Tod gefunden. Was bist du, Katze? Wahrscheinlich das ist eine echt gute Frage. Ich glaube, ich gesse noch Maggie vorher einmal auf Security Guard, einfach weil ich damit gehen möchte. Ach, der ist gar nicht drin. Shit, dann Deputy. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Smaggy ist kein Deputy. Smaggy, kannst du das mal erklären mit Vivi? Ja, ich habe nur Vivi also durch die Camps laufen sehen, deshalb habe ich Vivis Namen nur gecallt. Aber Vivi hat mehr Informationen, konnte callen, dass Katze neben mir steht. Da war mir klar, es muss Katze sein. Ja, ohne Frage. Weil Shoshi Medic war. 100% das passt zur Katze. Das Ding ist halt jetzt, wir wissen nicht, wer es ist und wir müssen jemanden voten, ne? Ja. Ja. Ey, just to be safe, Vivi. Nein, nicht Vivi. Nee, ich nicht. Ja, geil. Toll. Die alle Vivi. Ich hab keine Ahnung. Ich hab knechtig gewotet. Und danke, Faro. Warum denn? Derjenige, der das gecallt hat, muss rausfliegen. Ne? Ich glaube, Kaioken hat auch Vivi gewotet. Nee. Na, hallo. Ich finde das übrigens belastend, dass von gestern auf heute die Subs so gedroppt sind. Samira, ja, ich auch extrem, ne? Aber so ist das Leben, weißt du? Mal geht es bergauf, mal geht es bergab. Das Leben ist eine Tal- und eine Bergfahrt. Na, aber wir sind ja nur 74 Subs, glaube ich, von den 5000 entfernt. Und eventuell durchbrechen wir heute nochmal die Schallmauer. Wir müssen vor allem gleich nochmal am Rad drehen, ne? Könnt ihr mich daran erinnern? Hm.
Among Us und Goose Goose Duck sind recht ähnlich. Bei Goose Goose Duck wird halt noch mehr getrollt. Und du hast mehr Rollen? Ja, das ist ja stark. Hallo. Warte mal, war der Flash rot? Nee, blau. Blau. Ja. Ja. Ja, Knechti und Carsten, ne? Was denn? Ihr beide wart gerade zusammen unterwegs, ne? Nee. Nee. Carsten, wer war bei dir? Also ich war mit vielen Leuten unterwegs. Jetzt gerade am Ende. Also jetzt im Lab. Das ist eine gute Frage. Sorry, ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß, mir sind da zwei Leute, glaube ich, hinterhergelaufen, als ich von Electrical rübergelaufen bin. Stimmt, Foxy. Aber ich habe nicht so drauf geachtet. Junge, was Warum? Ist das denn? Also, eine Rakete liegt die Leiche. Carsten kommt auf jeden Fall von da. Und bei ihm war sehr wahrscheinlich Knechti. Ich glaube, es war Knechti. Ja, Knechti. Nein, ich bin Specimen. Also, ich war nicht in der Rakete drin. Camps müsste es gesehen haben, dass ich über Office noch Specimen bin. Aber du warst der vor 10 Sekunden noch über Storage, Knechti. Hä? Nee. Dann muss es ein Bug sein. Ich bin vor 10 Sekunden aus Storage raus zur linken Auffülltaste und da habe ich dich kurz über Storage gesehen. Aber es sah auch fast ein bisschen buggy aus. Also bist du kurz in der Ecke, warst du da und dann habe ich dich nicht mehr gesehen. Ich bin jetzt gerade Specimen. Nein, ich stand jetzt gerade an der Kiste. Also, okay. Also wir sollten hier entweder Carsten oder Knechti bauen, ne? Also ich war die ganze Zeit unten links und also mit auch vielen anderen Leuten, Boiler Room Security war ich auch kurz und dann bin ich rübergelaufen. Also ich war nicht im Raketenraum. Ja, wir haben doch wo sind denn Stuggi und Fuchsel? Also ich vote jetzt Knechti. Nee. Sanik. Nee. Ey, vier Leute auf den Call in der letzten Sekunde? Ja, der Call war schon die ganze Zeit, Knechti. Das ganze Meeting über. Hallo. Ach so, ja, stark. Ich hab gewonnen. Euer fetter Idiot. Knechti, warum? Hey, Knechti, warum hast du nichts gesagt? Die erste. Ja. Wie oft soll ich denn sagen, dass ich Specimen bin? Aber ich bin so genau vor der Tür doch Fuchsel durchgelaufen. Komplett. Ich wusste genau, dass Oh nein, aber Fuchsel nicht. Das war 15 Sekunden noch Abklingzeit. Oh, das war Fuchsel, nicht Knechti. Ja, ich war das. Oh, Knechti, warum sagst du denn nichts? Ich habe keine Ahnung, wer hinter mir war. Also, erste Runde tot und ich hab gewonnen. Knechti, warum sagst du denn nichts? Ich hab hier eine Kleinigkeit für euch. Das ist Riese hat das mal rausgesucht bei Shoshi. Das ist echt faszinierend, wie toll das aussieht, wenn die Facecam auch mit rot leuchtet. Ich will mal gucken. Enthusiastisches Knöpfe drücken ist enthusiastisches Knöpfe drücken. Knechti, warum hast du nichts gesagt? Hä? Stark. Ja, Freunde, hallo YouTube! An der Stelle, ne? Komplett reingeintet. Ich dachte, das wäre Knechti. Die Skins sind aber auch zum Verwechseln ähnlich. Wir hätten Carsten voten sollen, ne? Das wäre der richtige Wort gewesen. Ah, nein. Ja, ich dachte, die beiden wären ein Team und wäre egal, wen wir jetzt von beiden locken. Ja, komm, egal, scheiß drauf. Freunde, an der Stelle, herzlichen Glückwunsch, hätte ich jetzt fast gesagt. Junge, ist das lost, ne? Junge, Leute. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Lasst gerne ein Abo da und folgt gerne dem YouTube-Channel, auch dem anderen mal, ne? Macht es gut.